Greifen Sie nach unseren Sternen und erleben Sie individuelle Mobilität auf höchstem Niveau. Autohaus Allgäu, Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Der Montag bei TV Allgäu Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen. Zum Wochenbeginn haben wir diese Themen für Sie. Kampf ums Krankenhaus. Marktoberdorfer protestieren gegen mögliche Umstrukturierung der Kliniken Ostallgäu Kaufbeuren. Bürger machen Politik. Lindau stellt Ergebnisse des Bürgerforums 2011 vor. Und im Zeichen des Glaubens, Kaufbeuren feiert 10 Jahre heilige Crescentia. Die Gesundheit ist das höchste Gut und das lassen sich die Deutschen ordentlich was kosten. Die Pro-Kopf-Ausgaben im Gesundheitswesen steigen immer weiter. Ein Beispiel aus dem Jahr 2008. Laut dem Statistischen Bundesamt sind die Kosten pro Bundesbürger und Jahr auf 3.210 Euro gestiegen. Das sind 130 Euro mehr als noch im Vorjahr. Insgesamt kostet das Gesundheitssystem jedes Jahr rund 260 Milliarden Euro. An sich wäre das kein Problem, zumindest dann, wenn Ausgaben und Einnahmen sich decken würden. Doch leider ist das meist nicht so. Und das macht sich beispielsweise auch bei vielen kommunalen Krankenhäusern bemerkbar. Bei den Kliniken Ostallgäu Kaufbeuren zum Beispiel rechnen die Verantwortlichen heuer mit einem Defizit von 6,2 Millionen Euro. Deswegen überlegt man sich dort, die 5 Krankenhäuser neu zu strukturieren. Für 3 Standorte, nämlich für Obergünzburg, Buchloe und Marktoberdorf, hieße das dann eine Spezialisierung. Das bedeutet dann aber auch, dass viele Fachbereiche verlegt oder gar geschlossen werden müssten. Und auch eine Notversorgung rund um die Uhr würde es dann in der jetzigen Form nicht mehr geben. Für die Bürgerinnen und Bürger keine so ganz tolle Idee. Die Pläne kommen überhaupt nicht gut an. Und so wurde Marktoberdorf fleißig demonstriert. Melanie Müller und Peter Böhr berichten. Achtung Umleitung, so könnte es schon bald auch im Marktoberdorfer Krankenhaus heißen. Denn geht es nach dem Verwaltungsrat, soll es bald nur noch in Füssen und in Kaufbeuren eine durchgehende Notfallversorgung geben. Wie hier in Marktoberdorf sollen auch Buchloe und Obergünzburg sich verkleinern und spezialisieren. Denn die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren sind alles andere als rentabel. 2010 verzeichneten sie Verluste von 3,7 Millionen Euro. Für dieses Jahr erwarten die Verantwortlichen sogar ein Defizit von 6,2 Millionen Euro. Die Notfallversorgung soll die Umstrukturierungen jedoch nicht behindern. Daran ändert sich überhaupt nichts. Man ruft den Rettungswagen, man ruft den Rettungsdienst und den Notarzt. Dann kommt der, möglicherweise sogar mit Hubschrauber. Und dann geht es in die richtige, die am besten geeignete Klinik, nach Möglichkeit im Versorgungsgebiet, aber auch außerhalb in Kempten, in Memmingen, in Murnau. Da ändert sich also überhaupt nichts. Was sich ändert, das ist, dass nicht mehr jedes Krankenhaus rund um die Uhr vom Notarzt angefahren wird und die Patienten dort eingeliefert werden. Sondern man hat wahrscheinlich dann an den kleineren Standorten eine Anlaufstelle, wo kleine Dinge auch erledigt werden können. Bei gravierenderen Dingen, wo auch operiert werden müsste, geht es dann nur noch in den Kliniken Füssen und Kaufbeuren. Die notärztliche Versorgung soll so an den 3 betroffenen Kliniken nur noch tagsüber gewährleistet werden. Für Marktoberdorf bedeuten die Pläne des Verwaltungsrates womöglich auch den Verlust ihres Wundzentrums. Das könnte nach Buchloe verlegt werden. Insgesamt erhoffen sich die Politiker von den Maßnahmen eine Verringerung des Jahresdefizits auf 800.000 Euro. Das erbrachten Berechnungen des Beratungsunternehmens Kienbaum. Für viele Marktoberdorfer ist die Spezialisierung allerdings nicht wünschenswert. Sie demonstrierten jetzt deshalb vor dem Landratsamt Ostallgäu. Wir haben nichts gegen die Spezialisierung. Im Gegenteil, das Haus Marktoberdorf hat in der Vergangenheit genau diese Spezialisierung schon vorgenommen. Natürlich etwas anders als jetzt aktuell gefordert. Sie haben das Wundzentrum angesprochen. Das soll ja nicht geschlossen, sondern verlagert werden nach Buchloe. Dabei sind wir sehr erstaunt, dass das über den Kopf der Ärzte, die dafür zuständig sind, hinweg passiert ist. Es ist mit denen in dieser Richtung vorher wenig gesprochen worden von der Beratungsfirma. Über 2000 Menschen waren am Freitag in die Kreisstadt gekommen, um hier für ihre Klinik zu kämpfen. Unter dem Motto, unser Krankenhaus muss Krankenhaus bleiben, bemängelten sie vor allem auch die ungerechte Verteilung der Sparpläne.
Denn der Standort Marktoberdorf sei einer der finanziell rentabelsten des Verbundes. Der Verwaltungsrat der Kliniken sieht in der Umstrukturierung der drei Krankenhäuser eine Notwendigkeit. Die Chancen sind zunächst, dass wir alle Standorte erhalten, also überall auch die Arbeitsplätze bleiben. Es bleibt eine Anlaufstelle auch für die Menschen in der Region. Und wir schaffen es, wirtschaftlich leistungsfähige und tragfähige Konzepte zu verwirklichen. Daneben darf man den medizinisch-qualitativen Aspekt nicht vergessen. Wenn Sie an einer Stelle immer nur die gleichen Eingriffe machen, dann ist dort eine ganz andere Expertise, ein ganz anderes Fachwissen da, als wenn jeder alles macht. Und diese Konzentration bringt dem Patienten damit auch wirklich qualitative Fortschritte. Auf einer Kreistagssitzung bekräftigte Landrat Johann Fleschhut, alle 5 Standorte blieben erhalten. Dennoch hielte man an der Spezialisierung fest. Ob das Wundzentrum allerdings letztendlich nach Buchloe kommen wird oder doch in der Kreisstadt bleiben kann, das soll eine weitere Prüfung des Unternehmens Kienbaum erbringen. Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren wird dann vermutlich am 26. Mai im Verwaltungsrat fallen. Ja, und einen Tag vor der Entscheidung kommt auch der Stadtrat von Marktoberdorf zu einer Sondersitzung zu dem Thema zusammen. Ab 19 Uhr informiert Landrat Johann Fleschhut im Rathaus über das Sanierungsgutachten. Der Sitzungsteil ist übrigens öffentlich. Themawechsel. Wie soll die Gesellschaft der Zukunft aussehen? Eine schwierige Frage, für die in den letzten Wochen 10.000 Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutschland Ideen entwickeln sollten. Das Ganze nennt sich Bürgerforum 2011 und wurde vom Bundespräsident Christian Wulff initiiert. Das Bürgerforum soll dabei als eine Art Brücke zwischen der Bevölkerung und der Politik fungieren. In insgesamt 25 Städten und Landkreisen, unter anderem in Lindau, gab es deswegen seit Mitte März einen regen Austausch über die unterschiedlichsten Themen und das via Internet. Unter anderem ging es dabei um Demokratie, Familie, Bildung und Integration. Am Ende soll dann ein sogenanntes Bürgerprogramm stehen. Am Wochenende nun hat Lindau seine Ergebnisse vorgestellt. Was den Teilnehmern dort wichtig ist, das wissen Evelyn Priep und Peter Böhr. Es gab noch Redebedarf bei der Abschlussdiskussion. Das Bürgerprogramm des Landkreises Lindau ist fertig. In 2 Wochen soll es Bundespräsident Christian Wulff vorgelegt werden. Das Fazit der Teilnehmer fällt unterschiedlich aus. Man muss zunächst einmal die Leute mit den Fakten unterfüttern, die anstehen. Ich meine, ich kann nicht sagen, macht man Ausschuss Integration, man weiß gar nicht, wie Leute zu integrieren sind. Man muss die Probleme genauer schildern. Man kann einfach sagen, setzt euch mal zusammen und erarbeitet mal schnell was. Teilweise anstrengend, zumindest am ersten Tag in Lindenberg damals. Dann im Internet manchmal sogar ärgerlich. Also ich war eigentlich sehr zufrieden. Am Anfang war das ein bisschen so immer die gleichen, so ein bisschen Ping-Pong. Und die Rolle der Moderatorin war natürlich, andere Leute mit ins Boot zu holen. Und damit war die Beteiligung, war ich eigentlich sehr zufrieden. Und ich fand auch gut vom Forum, dass man immer wieder auch angesprochen worden ist, erinnert worden ist. Ja, also man hat das Gefühl gehabt, es ist jemand im Hintergrund, dem es auch wichtig ist, dass es vorangeht. Das Internet hätte auch denen eine Stimme und Möglichkeit gegeben, die ein nicht so lautes Organ hätten, so Landrat Elmar Stegmann. Außerdem waren die Teilnehmer in ihrer Diskussion weder an Termine noch Zeiten gebunden. Aber was nun? Passiert überhaupt etwas? Der Landrat hat zumindest vor, die Vorschläge konkret in bereits existierende Initiativen mit einzubringen. Wir haben zum Beispiel bei uns im Landkreis einen Integrationsbeirat, der sich zusammensetzt aus Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen. Und wir werden die Erkenntnisse aus diesem Ausschuss Integration in unseren Integrationsbeirat einspeisen. Das Gleiche gilt für den Bildungsbereich. Wir haben im Landkreis das Projekt Bildung im Fokus. Und aus dem Arbeitskreis Bildung werden die Ergebnisse ebenfalls dort eingespeist werden. Und deswegen bin ich überzeugt, dass das kein einmaliges Projekt jetzt gewesen sein wird, das abgeschlossen ist mit dem Bürgerprogramm, sondern wir wollen diese Ergebnisse jetzt ganz konkret in die Landkreispolitik umsetzen. Redebedarf war da und auch einige Bitten, die erarbeiteten Vorschläge der Bürger nicht nur zu übergeben, sondern auch auf das eigene Parteiprogramm zu schreiben. Landrat Elmar Stegmann geht sogar noch einen Schritt weiter. Die Bertelsmann Stiftung schließt mit der Übergabe des Bürgerprogramms in 2 Wochen an Bundespräsident Christian Wulff offiziell dieses Forum ab. Ich habe aber den Bürgern hier im Landkreis versprochen, dass wir die Arbeitskreise fortführen werden. Es sind für jeden Arbeitskreis Ansprechpartner aus unserem Landratsamt benannt worden. Und die werden in den nächsten Wochen auf die Bürger zugehen und sie einladen, sich weiterhin zu engagieren für diese wichtigen Politikfelder.
Engagement ist das Stichwort. Im Vergleich mit den anderen teilnehmenden Landkreisen seien die Lindauer auf Platz 3. Und das mit 210 verschiedenen Teilnehmern, die online mindestens einen Beitrag abgegeben haben. Diese Zahl wunderte die Beteiligten, die am Samstag ebenfalls nicht sehr zahlreich waren. Wenn mit 210 Teilnehmern im Landkreis schon der dritte Platz von 25 erreicht ist, sei die gesamte Teilnahme wohl bedenklich. Staatssekretär für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Gerd Müller sieht das aber nicht so. Es ist eine breite Bürgerschaft da, die sich einbringen will. Und die Ergebnisse sind interessant für die Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik. Ich finde es spannend, dass der Landrat angekündigt hat, den Prozess fortzuführen. Aber es wäre auch wichtig, dass diese Impulse in die Parteien hineinkommen. Und ich kann die Bürgerschaft nur aufrufen, auch bei den Parteien mitzumachen. Wir sind die gewählten Vertreter der Bürgerinnen und Bürger und wir sind auch selber Bürger. Also es sollte nicht an den Parteien vorbei organisiert werden. Wir sind komplett offen und wir freuen uns über jeden Gedanken, der eingebracht wird. Insgesamt sei es das Ziel, aus dem sogenannten Wutbürger den Mutbürger zu machen, der sich mit der Politik zusammenschließt. Ob das alles nur ein schöner Strauß von Versprechungen ist, wird die Zukunft zeigen. Man muss Prioritäten setzen im Leben. Und für eine 76-jährige Frau aus Oberstaufen stand am Wochenende ganz klar der mehrstündige Friseurtermin an oberster Stelle. Da war es dann auch ziemlich egal, dass die gute Frau davor ihr Auto in einen Graben gesetzt hatte und das Fahrzeug auf der Seite liegen geblieben war. Immerhin, die Polizei fand das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen vor. Die Beamten jedenfalls machten die Frau beim Friseur ausfindig, mussten aber natürlich noch ein wenig warten, da gerade diverse Anwendungen in vollem Gange waren. Und dann konnten die Beamten die Unfallaufnahme ordnungsgemäß abschließen. Das Ergebnis: ein kaputtes Auto, dafür eine perfekte Frisur. Was will man mehr? Ja, und wir machen jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Danach gibt es dann die Meldungen aus der Region. Bleiben Sie dran. In jeder Situation klare Sicht mit der Femtosekunden-LASIK. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Hallo. Hallo? Sport Schindele Ronsberg. Ihr Spezialist für Alpin, Freizeit und Outdoor-Sport im Allgäu. Eine gigantische Auswahl von Top-Markenartikeln zu Top-Preisen. Kommen Sie und lassen Sie sich beraten. Unsere Spezialisten erwarten Sie. Haben Sie einen Holz- oder Parkettboden, der so oder so aussieht? Wir bringen wieder Glanz in Ihre vier Wände. Rufen Sie uns an. Unsere Fachleute prüfen Ihren Boden kostenlos und unverbindlich. Fröhlich Parkett und Bodenbelege. Wir freuen uns auf Sie. Grenzenlos. Genussradfahren im bayerischen Golf- und Thermenland. Geschichte und Gastfreundschaft erwarten Sie. Mehr dazu finden Sie auf www.urlaub-grenzenlos.eu. Das bayerische Golf- und Thermenland und Oberösterreich freuen sich auf Sie. Waffenbär. Das Einkaufserlebnis in Kempten. Für Jäger, Sportschützen, Angler und Trachtenmode. Gesundheit in besten Händen. Bei Ihrer AOK Bayern. Wertvolle Informationen zu Ihrer Gesundheit. Vom Säugling bis zum Senior. Von Schwangerschaft bis Pflege. Experten der AOK geben Ratschläge für die ganze Familie. Der AOK Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem regionalen TV-Programm. Genießen Sie zusammen mit den Meckhatzern Spezialitäten der Region beim Meckhatzer Genießermarkt am 22. Mai in Heimenkirch. Meckhatzer Löwenbräu freut sich auf Sie. Die Meldungen vom 16. Mai 2011. Bei Oberkürnach ist am Wochenende ein Quadfahrer ums Leben gekommen. Der 46-Jährige war mit 8 anderen Quadfahrern unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Er starb noch an der Unfallstelle.
Beim Brand eines Hotelgebäudes in Bad Wörishofen ist gestern Abend ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde jedoch niemand. Das Feuer war in einem Nebengebäude ausgebrochen, das vom Hotel als Lagerraum genutzt wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Dach des Gebäudes. Die Rettungskräfte evakuierten vorsichtshalber ein benachbartes Wohnhaus, konnten aber ein Übergreifen des Feuers auf das eigentliche Hotelgebäude verhindern. Das Nebengebäude wurde bei dem Brand so stark beschädigt, dass es einsturzgefährdet ist. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ludwig II. Kehrt möglicherweise ins Füssener Festspielhaus zurück. Der Macher des ersten Ludwig-Musicals, Stefan Barbarino, plant offenbar eine Neuauflage seines 2003 abgesetzten Werkes. Dazu wurden die Aufführungsrechte auf eine Aktiengesellschaft übertragen, die für das nötige Kapital sorgen soll. An ihr sollen sich möglichst viele Kleininvestoren beteiligen. Von einem Ausgabepreis von 1.500 bis 3.000 Euro ist die Rede. Von künstlerischer Seite sei das Projekt weit gediehen, so die Initiatoren. Eine Premiere im Füssener Festspielhaus sei aber frühestens im nächsten Jahr realistisch. Tierschänder haben am Wochenende an mehreren Orten im Allgäu ihr Unwesen getrieben. In Vorderhindelang entdeckte ein Landwirt am Freitag ein totes Kalb auf seinem Feld. Ein Unbekannter hatte dem Tier absichtlich Stichverletzungen zugefügt und es damit getötet. Die Tatwaffe muss laut Polizei ein langer, scharfer Gegenstand gewesen sein. In Steinheim bei Memmingen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Pferd schwer verletzt. Der bislang unbekannte Täter fügte dem Tier eine 10 cm lange Schnittverletzung am Kopf und eine 8 cm tiefe Verletzung an der Halsseite zu. Hinweise bitte an die Polizei. Hagelschauer haben gestern Abend auf der A96 bei Kisleck zu gleich mehreren Unfällen geführt. So erkannte beispielsweise eine Pkw-Fahrerin zu spät, dass ein vorausfahrender Lkw seine Geschwindigkeit verringern musste und fuhr auf. Etwa 20 Minuten später verlor der Fahrer eines Sportwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und wurde schwer beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Musik Reitemann hat jetzt symbolisch ein Instrument an die Gründer des Projektorchesters Euregio Via Salina übergeben. Damit unterstützt der Instrumentenhersteller das Orchester schon mehr als 10 Jahre. Dieses Jahr ist das französische Mirafon Tuba Quartett als Unterstützung dabei. Hima Haslach wird auch bei uns singen, sodass die Konnektion, die Verbindung zur Regionalität zum Euregio-Gebiet auch wieder hergestellt ist. Und das ist dann einfach schon was Besonderes, immer aus der Region hinauszublicken, aber doch immer wieder mit den Menschen in der Region zu arbeiten. Und das ist einfach fantastisch und macht riesengroßen Spaß. Am Wochenende begann für das Euregio Blasorchester die Probephase in Sonthofen. Im Vorfeld des Gala-Konzerts findet mit dem Tuba-Quartett auch ein Workshop statt. Das Konzert selbst ist am 26. November im Kleinwalsertal und einen Tag später in Nesselwang. In Bad Wörishofen ist jetzt der Sebastian-Kneipp-Preis verliehen worden. Die Auszeichnung ging an drei deutsche Forscher für ihre Untersuchungen der Kneipp-Therapie. Ein Sonderpreis erhielt dagegen der Bad Wörishofer Dr. Robert Bachmann. Der Leiter einer Naturheilklinik hat erstmals die Behandlungsergebnisse der Kneipp-Therapie im klinischen Alltag erfasst und habe damit entscheidend zur wissenschaftlichen Untermauerung der Kneipp-Verfahren beigetragen. So die Sebastian-Kneipp-Stiftung, die den Preis ausgelobt hat. Werner Bürkle bleibt Bürgermeister der Gemeinde Buxheim. Die Buxheimer bestätigten ihn gestern mit 84% aller Stimmen in seinem Amt. Der 57-Jährige lenkt bereits seit über 30 Jahren die Geschicke der 3000 Einwohnergemeinde im Unterallgäu. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Die Allgäu-Orient-Rallye ist kurz vor dem Ziel abgebrochen worden. Grund ist eine zurückgenommene Einreisegenehmigung durch die ägyptischen Behörden. Vorher hatte bereits Israel den Fahrern die Durchfahrt verweigert. Bei der Allgäu-Orient-Rallye, hier Bilder vom Start, fahren jedes Jahr Freiwillige mit alten Autos von Oberstaufen in die jordanische Hauptstadt Amman. Die Autos werden dann in Jordanien verkauft. Der Erlös soll den Menschen dort zugutekommen. Nach der zurückgezogenen Einreisegenehmigung für Ägypten gab es keine Chance mehr für die Teams Jordanien zu erreichen, weil auch Syrien aufgrund der Unruhen dort nicht angefahren werden konnte.
Die seit Mittwoch vermisste Silvia Knobloch-Schmidt ist tot. Die 43-Jährige wurde am Samstag leblos in einem abgelegenen Gebiet des Söllerecks gefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt mit Hilfe der alpinen Einsatzgruppe Allgäu. Ja, und das waren die Meldungen vom 16. Mai und wir schauen jetzt mal, was das Wetter in den kommenden Tagen so bringen wird. In der Nacht zum Dienstag klart es langsam auf. Es bleibt trocken und frostfrei bei 3 bis 9 Grad. Der Dienstagvormittag zeigt sich zunächst schön. Gegen Mittag ziehen allerdings erneut Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf bis zu 15 Grad an. Am Dienstagnachmittag ist es zwar bewölkt, doch es bleibt trocken. Das Thermometer klettert auf warme 17 bis 19 Grad. Am Mittwoch lösen sich die Wolken allmählich auf. Mit sonnigen 22 Grad wird es angenehm warm. Am Donnerstag wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Ab dem späten Nachmittag können örtlich auch Gewitter auftreten. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad an. Auch der Freitag bleibt weiterhin warm. Bis zu 21 Grad werden bei Sonne und Wolken erwartet. Der Fußballregionalligist FC Memmingen hat am Wochenende die bereits 5. Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Beim SC Pfullendorf musste sich das Team von Trainer Esat Karic am Ende mit 0:2 geschlagen geben. 2 Spieltage vor Schluss rutscht der FC Memmingen damit auf den 11. Tabellenplatz ab. Am Samstag ist dann beim letzten Heimspiel die SG Sonnenhof Groß-Asbach zu Gast. Beim DTM-Rennen im niederländischen Zandvoort hat sich Mike Rockefeller vom Audi Abt-Team am Wochenende den Sieg geholt. Sein Teamkollege Matthias Ekström wurde 8. In der Formel 3 sicherte sich Daniel Abt den 5. Platz. Und auch in der GT Masters erwischte das Audi-Team von Abt ein gutes Wochenende. Im ersten Rennen auf dem Sachsenring landeten die Abt-Fahrer auf den vorderen Plätzen und übernahmen am Ende auch die Führung in der Gesamtwertung. Die Fahrer des anderen Allgäuer Teams von Alpina und Engstler kamen aufgrund von technischen Problemen nicht ins Ziel. Bei der WTCC im italienischen Monza dagegen fuhr der Wingsbacher Franz Engstler auf den 9. Platz. Soweit also die Nachrichten aus dem Sport. Wir machen jetzt eine kurze Werbeunterbrechung und danach nehmen wir Sie mit nach Kaufbeuren, denn da wird gerade groß gefeiert. Bleiben Sie dran. Familienberg Söllereck, das Freizeiterlebnis in Oberstdorf. Bequem nach oben mit der modernen Söllereckbahn. Rasante Abfahrten mit dem Söllereck-Rodel. Spektakuläre Perspektiven von der Skiflugschanze. Wanderspaß auf dem Naturerlebnisweg. Wir, da haben am Söllereck. Mei, wir haben da einen Höferspaß. Sie suchen einen Makler? Sie besitzen eine Immobilie, die eine außergewöhnliche Bewerbung verdient. Wir erstellen virtuelle Rundgänge und interaktive 360-Grad-Panoramabilder auf höchstem Niveau. Immobilienfrei in Mindelheim. Berghaus Schönblick, der Treffpunkt für aktive Genießer. Grillfest oder Geburtstagsfeier. Wir sind gerüstet. Familienberg Söllereck, das Freizeiterlebnis in Oberstdorf. Über 60 Jahre Erfahrung. Beratung mit Herz und Verstand. Willkommen bei Neuss. Fachkompetente Beratung im Shop sowie meisterhafte Qualität bei Reparatur und Service. Die Ferne ganz nah. Mit Wohnwagen und Reisemobilen von Ihrem Kompetenzzentrum Neuss in Immenstadt Tanners. Die Sonne, der Wind, das Wasser, das sind für uns Quellen, aus denen alles entspringt. Sonne hat unglaubliche Energie, die wir sehr gut umwandeln können. Windkraft, Wasserkraft ist umsonst vorhanden. Wir müssen von der Natur lernen, sie wieder anders zu behandeln. Gut, dass sich da auch meine Bank engagiert. Investieren Sie in klimafreundliche Finanzdienstleistungen. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Ab Dietmannsried in ganz Europa. Erleben Sie mit Arnold die schönsten Fahrten und Rundreisen in europäische Länder. Angenehm reisen, gut erholen. Mit Arnold Europa entdecken. Gleich 2 große Jubiläen gibt's in Kaufbeuren heuer zu feiern. Da ist einmal die 10-Jahresfeier zur Heiligsprechung von Maria Crescentia Höss
Und zum anderen wird das Kaufbeurer Kloster heuer stolze 750 Jahre alt. Und aus diesem Grund hat man beide Jubiläen zum Glaubensfest 2011 zusammengefasst. Am Samstag nun hat der Festakt stattgefunden. Autor Karl Pörnbacher zum Beispiel referierte dabei über das Kloster und gab einen Einblick in die Geschichte und das Leben dort. Meine Kollegen Evelyn Priep und Peter Böhr waren dabei. Auftakt des Festaktes in Kaufbeuren mit dem Kaufbeurer Blechbläserensemble. 7,5 Jahrhunderte Klostergeschichte werden gefeiert. Dafür wünschte sich die Generaloberin des Klosters kein lautes Fest, sondern eine Rückschau als Ansporn für die Zukunft. Ich denke, wir haben ein großes Erbe, das wir eigentlich bekommen haben. Und die Schwestern, die eigentlich vor uns gelebt haben, das waren zum Teil einfach auch wunderbare Frauen, die unser ganz großes Vorbild sein können. Und ja, wir wollen einfach auf dem, was wir jetzt sind, was wir übernommen haben, weiterbauen. Nicht nur 750 Jahre Kloster werden heuer gefeiert, auch dass Crescentia von Kaufbeuren nun im 10. Jahr heilig gesprochen wurde. Karl Pörnbacher hat nicht nur diverse Bücher über Crescentia veröffentlicht, er hat auch als Vizepostulator ihre Heiligsprechung erwirken können. Weil ich gedacht habe, dass sie eine Heilige ist, die genau für unsere Zeit die richtige Heilige ist. Und zwar eine Heilige für die Stellung der Frauen in der Kirche. Das war der erste Grund. Dann eine Heilige der Ökumene, denn sie stammt aus einer Stadt, die zu drei Viertel evangelisch war und verdankt den Klostereintritt nur dem evangelischen Bürgermeister. Und das Dritte ist, dass sie Orientierung gibt, wie Christentum aussehen sollte, nämlich nicht durch eine Unmenge an Gebeten und Frömmigkeitsübungen, sondern durch die Teilnahme an unserem Nächsten. Um die Heiligsprechung Crescentias sowie den 750-jährigen Bestand des Klosters zu feiern, gab Karl Pörnbacher einen kleinen Überblick über die Geschichte des Klosters. Das erste Mal wurde es am 10. Mai 1261 schriftlich erwähnt. Und so erzählte er die Geschichte der Schwestern, die über die Säkularisation bis zu den Anfängen des Unterrichts am Kloster um ihr Bestehen kämpfen mussten. Der Vortrag basierte auf dem neuen Buch »Auf dem Weg zu Gott und zu den Menschen«. Die ersten Exemplare des Buches überreichte Verleger Josef Fink dann an den Oberbürgermeister sowie die Generaloberin und Karl Pörnbacher selbst. Natürlich sind einige Kapitel auch der Kaufbeurer Heiligen gewidmet. Der Crescentia lebt einfach in Kaufbeuren und das merkt man und spürt man überall. Sie ist einfach da. Die Leute kommen zu ihrem Grab, das ist schon Selbstverständlichkeit. Und überall, immer wieder begegnet man Menschen, die einfach auch von ihr sprechen und sich freuen an dem und einfach ihre Sorgen, ihre Nöte zu ihr bringen, aber auch danken für erhörte Bitten. Als Ordensreferent der Diözese Augsburg gratulierte auch Domkapitularprälat Bertram Meyer dem Kloster. Dass die heilige Crescentia nicht die erwarteten Pilgerströme hervorrufe, wie vor 10 Jahren erhofft, sei seiner Meinung nach nicht wichtig. Denn das Kloster hätte andere Qualitäten wie Widerstandskraft, Heiligkeit und Spiritualität. Zum Schluss überreichte er der Generaloberin einen Früchtekorb. Dieser symbolisiere die vielen unterschiedlichen Menschen sowie eine geistlich fruchtbare Zukunft für das Kloster. Es ist schön, dass wir in der Region einen Anknüpfungspunkt haben, einen Kristallisationspunkt mit diesem Kloster. Das ist schon etwas Besonderes und ich glaube schon, dass man so weit gehen kann zu sagen, das ist die Allgäuer Heilige, die jedenfalls im Ostallgäu große Bedeutung hat, das merke ich immer wieder. Aber auch sicher ins Oberallgäu hinein und nach Kempten eine Ausstrahlung besitzt, die nicht zu unterschätzen ist. Und das finde ich eine sehr schöne Verbindung, die sich heute auch dokumentiert im Erscheinen der vielen Gäste aus der ganzen Region, aus dem gesamten Allgäu. Gäste wie die drei Landräte vom Westallgäu, Ostallgäu und Oberallgäu oder die Justizministerin Beate Merk ließen es sich nicht nehmen, zu gratulieren. Letztere übergab noch Grüße vom Ministerpräsident Horst Seehofer zum großen Jubiläum von Kaufbeuren. Ja, und das war TV Allgäu Nachrichten am Montag. Morgen geht es bei uns dann unter anderem um ein Otto-Beurer-Unternehmen, dessen Produkte sogar im Weltraum zu finden sind. Außerdem wird die Gemeinde Bad Hindelang morgen offiziell als allergikerfreundliche Gemeinde zertifiziert. Das und noch mehr gibt es also morgen. Ich würde mich dann freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen. Rund um die Uhr Strom. Zukunftsstrom. Feierstrom.
Das alles ist Allgäu Strom. Allgäu Strom. Die heimatstarke Energie.